Hallo und herzlich willkommen zur Strawpoll-Abstimmung-Auswertung. Ich weiß, es ist blöd, zu sowas immer noch so ein extra Video zu machen. Aber trotzdem muss ich es ja machen, weil irgendwie muss ich ja eindeutig die Auswertung mitteilen und nicht nur in den einzelnen Let's Plays, weil dann müsste ich es in jedem einzelnen sagen. Und selbst dann ist die Garantie, dass es jeder gesehen hat, immer noch nicht groß genug. Deswegen extra Video und dann weiß man ja, wenn man nicht draufklickt, dann erfährt man noch nicht, was gewonnen hat. Es hat gewonnen LOL und CSGO, knapp vor Diablo, also Diablo 3 27 Votes, hat mich richtig überrascht, deswegen werde ich mir überlegen, also jetzt auf jeden Fall kommt kein Diablo Let's Play, aber wenn das so erwünscht ist, dann wahrscheinlich schon irgendwann demnächst schon, aber jetzt halt die nächsten Wochen und Monate schauen wir mal, wie LOL und CSGO so laufen. Was mich sehr gewundert hat, ist die letzten beiden Folgen von LOL, die ich hochgeladen habe, die haben so gut wie gar keine Aufrufe bekommen und trotzdem hat LOL hier die Abstimmung gewonnen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Aber gut, ja, ich meine, ihr entscheidet es. Ich will jetzt nicht sagen, deswegen machen wir das nicht und deswegen machen wir was ganz anderes. Nee, mache ich schon so. Ich ziehe das auch so durch, wie ich das hier aufgestellt habe. Sprich, LOL und CSGO kommen täglich, beziehungsweise alle zwei Tage, wenn ich einfach mal nicht zum Aufnehmen komme. Bei CSGO wird es vor allem der Fall sein, da ist natürlich die Frage, was soll ich da überhaupt machen? Also, ich werde wahrscheinlich hauptsächlich die Wettkampfspiele aufnehmen, die wir nicht täglich, aber fast täglich spielen. Werde ich vielleicht auch einfach mal an einem Abend, wenn wir drei Stück zocken, da alle drei aufnehmen, dann muss ich die nächsten beiden Tage zum Beispiel nicht mehr spielen. So das machen. Und wie gesagt, wenn wir dann echt mal gar nicht zum Zocken kommen, entweder mache ich dann eine Solo-Runde Deathmatch oder so, oder eben kein Video. Ja. Also das werden wir sehen, wie das hier aussieht, aber am Wochenende zocken wir eigentlich doch genug, dass da für die ganze Woche was zusammenkommt. Naja. Also wollte ich mir nur kurz mitteilen, League of Legends und Counter-Strike haben somit gewonnen, kommen zusätzlich zu Flive öfters, sagen wir mal so. Wie gesagt, mal schauen, wie das so wird. Also die Planung ist auf jeden Fall täglich. Und der Zusatz ist, ich werde Dragon Nest trotzdem Let's Playen. Das liegt einfach daran, dass ich das Spiel ziemlich gerne mag. Und ich habe gesehen, es gibt sehr wenige Let's Plays dazu. Und vor allem im deutschsprachigen Raum eigentlich so gut wie niemanden, der das, oder wenige, wie gesagt, die das wirklich aktiv machen. Deswegen möchte ich das gerne. Und als ich vor kurzem, vor einem halben Monat oder einem Monat ungefähr, mal ein Video zugemacht habe, da war ja das Interesse von eurer Seite auch relativ groß. Deswegen, jo, machen wir das einfach mal. Wie lange wir das machen, hängt von euch ab, aber also auf jeden Fall bis Level 20 oder so, was so ungefähr 10 bis 20 Folgen entspricht. Und dann sehen wir mal, wie wir weitermachen. Genau. Gut, dann sage ich mal, macht's kurz, bis zum nächsten Mal. Tschüss.